Ich habe mal gerade eine Folge beendet, das heißt, eine gute halbe Stunde haben wir gebraucht jetzt. Geht Ja, schnell, wenn man noch stimmt. mal so ein bisschen drin ist im Spiel. Ja, Minecraft vergeht die Zeit schnell, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Hey, das ist mein Baum. Vergiss es. Dein Baum oder mein Aua! Baum? Wo ist er angegriffen? Von was? Ja. Hier von dem Kanisterkopf hier vorne. Pass mal auf, komm her hier. Du bist ein Penner. Heute haben sie seinen scheiß Untergrund im Bunker da. Hey, das ist meine Tierhütte. Ach, ich will gar nicht wissen, was du hier unten treibst. Ja, und? Wie kommst du jetzt wieder raus? Oder Hau mit erstmal wem? nichts ab, erst wenn ich einen Block habe. Ja, Ah, sonst haben wir die Tiere wieder ab. er und sein Block. Jetzt die Frage ist, Er wie und war. sein Block. Du, nein, Darf ich das nein! töten? Nein! Das ist mein Vermehrungsobjekt. Ach Gott. Wohl doch, das darfst du töten, Siehst du, ja. jetzt hat sich erklärt, was er da unten macht. Er Scheiße. spielt mit seinen Vermehrungsobjekten, ja. Ja, das darfst. Wo bist du hin? Hinter dir. Ja, dann tötest du's. Ich hab noch zwei. Ach so, Ich habe auch noch ein ich hab paar schon Eier da, gedacht, du die hast kann es ich wieder dir eingefangen geben. oder so. Du hast noch ein paar Eier, das ist gut zu wissen. Entschuldigung. Ah, fuck. So, dann mache ich wieder. Öffnen. Können diesmal alle ins Bett gehen oder ist wieder ein Monster in der Nähe? Ich brauche wieder ein bisschen. Brat mir ein Huhn. Er glaubt, er Also hier ist wäre wieder ein Monster in der Huhn. Nähe. Keine Ahnung, wo, aber hier ist wieder Monster. Bei dir wieder Monster? Ja. Wieder ein So. Ruder steckt. Erzählen, wie viele Stücke brauche ich? 8 Stück, okay. Dann wird das wohl nichts mit Nacht überspringen diesmal. Warte mal. Sind wir auch schon. Ich bin jetzt schon wieder, ich bin jetzt ins Bett. Ich habe das schon mitbekommen irgendwie gerade. Ja, aber Yvonne nicht. Ach, weil die Da ist Viecher da. ja, da ist ein Wasserzombie Ja. unter dir. Ach, scheiße. Wir müssen das ganze Gebiet mal aus Wir müssen, mit wir ja, meinte, wir müssten die Insel mal wirklich ein bisschen Monster nee, sicher machen. bei Baby müssten wir erweitern, dass da nicht so viel Wasser ist. Ich kümmere mich erstmal um meine Fahne. Bist du raus, Fuchs? Na dann, genau, raus mit dir. Ach, da bist du, mein Danke. Freund. Fuchs war nämlich in meine Bude gerannt. So, dann mache ich mal hier ein bisschen Bretter. Ne? Ach gut. Jetzt sehe ich das Monster. Lagerfeuer, seit wann gibt es denn Lagerfeuer? Das ist auch schon wieder Ey, geil. das ist übelst geil. Du Lagerfeuer stellst habe ich das auch schon hin. gesehen eben. Du stellst das hin und dann kannst du viermal Fleisch drauf braten. Du legst das einfach mit drauf und dann Nee, viermal. nee, nee. Räucherofen gibt's auch. Ploppt das ab. Räucherofen ist, glaube ich, für Fisch direkt. Den brauchst du, weil sonst gibt's gebratenen Fisch und du kannst aber Fisch auch räuchern. Der bringt auch noch mal ein bisschen mehr. Wer braucht doch Holz? Ich habe Aua. jetzt 2x64 und einmal 12. Ich schau mal, ob ich es sicher zu dir rübergebracht kriege. Bezahl dich auch. Was brauchst du? Ich geb dir Brot. Scheiße. Du kannst dir mich nicht leisten. Oh, Das ich brauchst du geb aber auch nur du. dir. Kann ich nicht. Habe ich zu wenig Ich will dafür einfach gebraucht. nur keinem Creeper begegnen, alles andere ist mir egal. Okay. Jetzt habe ich hier einen kleinen Wasserfall neben mir. Du hast aber auch einen Creeper in deiner Nähe hier, Enrico, ne? Auf der kleinen Sandinsel da drüben. Ja, da ist auch ein Zombie, Skelett. So, warte. Hier ist eine Kiste. Cool. Ah, ich habe jetzt ein Ja. bisschen mal was Zombie-mäßiges rausgenommen. Zwei Stück. Ja, da steht schon wieder ein Viech vor der Tür. Ich krieg gerade die Motten. Ha, ich cheate. Bei mir kommen einfach Sachen ins Inventar. Oh nein. Immer diese Cheater. Scheiß Glitcher! Ich glaube, in Minecraft kannst du nicht glitschen. Bitteschön. Dankeschön für Ihre Dienste. Sie werden sich als gut erweisen. Oh Gott. Ah, jetzt kann Baby pennen, jetzt können wir auch alle ins Bett gehen. Ja, aber ernsthaft. Sie können nicht ins Bettchen gehen, es sind Monster in der Nähe.
Wo habe ich das Viech denn rum? Wo läuft denn der rum? Ich habe hier irgendwas gerade eben noch gesehen. Warte mal, ich mach mal die Tür so. Das war die bei mir in der Wohnung rum. Hey. Oh, eine Spinne. Scheiße. Hilfe! Piep. So. Die noch hinter mir? Jetzt oh, geht's. Alter, die kommt hier einfach hoch, Alter. Mann. Jetzt kann ich schlafen. Ja, 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 ja. Enrico, gehst du auch? Bin doch. Okay, dann bin ich jetzt auch hier. Zack. Oh, Hüfte eingerenkt. Hey! Oh, oh, Alter! Geht ab. Oh, 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 Scheiße! Oh, oh. Ich bin gerade wach geworden, da springt hier auf einmal die Spinne oben auf meinem Haus rum. Ich, weil ich hier nur kein Dach oben drauf habe. Alter. Ich wollte dir nur ein Fach sagen. Machst du dich mal weg? Machst du dich mal raus hier? Tot. Danke. Warte mal, ich pack das mal jetzt, ja. Wenn ich Fleisch in die Truhe packe, wird das verrottet das trotzdem? Nein, nur verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch brauche ich ja nicht. Das ist der vom Zombie. Also wenn du das da reinpackst, das kann ich dir sterben. Fuck. Okay, gut zu wissen. Er hat einen Dreizack. So, dann machen wir mal Fleischi drauf. Nochmal Fleischi. Also alles, was rohes Fleisch ist, verarbeite ich mal direkt. Was ist denn dein Problem, hä? Ja, was Problem? Komm doch raus! Komm doch raus! Traust dich nicht, gell? Es scheint die Sonne. Du weißt nicht, wo du hinschießen sollst. Oh. Ach, da oben hast du deine Hütte. Jetzt sehe ich sie gerade erst. Ne? Auch nicht schlechter Punkt. Jetzt erst. Ja, ich habe die wirklich erst jetzt gesehen. Ich habe die also sagen wir mal realistisch wahrgenommen. Hm. Hey, die würden sagen, du bist blind. Tja, mein Augenarzt sagt was anderes. Was ist das? Oha. Wer von euch hatte Rüstung? Goldene Rüstung? Ich habe keine Rüstung. Ist jemand letzte Nacht gestorben? Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Leute, ihr habt einen Zombie oder sowas gekillt, der. Ich bin mal so frei gewesen, habe ich mal deine Bude ein bisschen geguckt. Also, ja, auch gut. Ja, einer der Zombies hatte letztens irgendwie was auf der Rübe. Oben drauf. Ja, gut. Man muss halt bedenken. Baut ja das Ding genau vor meiner Haustür. So, Markus hat wieder mal nicht schön abgebaut hier. Ja, ich war noch nicht fertig. Kevin, Entschuldigung. Was für mich? Du hast ja, den Baum von meiner Haustür nur den untersten Block abgebaut. Ich war ja dran und dann sollte ich. Ups. Der Fuchs hier ertrinkt. Ne, ich war ja gerade dran, irgendwas am Abbauen und dann hieß es ja, ich soll mal herkommen und das wäre eigentlich der Grund. Das ist halt. Wir hatten hier so ein schwarzes Schaf. Ist das ein schwarzes Schaf? Ja, so ein schwarzes Schaf. Töte das mal nicht. Nee, hab ich gerade nicht. Ja. Gut. Komme mit mir, mein Freund. Wir müssen dich zu deiner Herde stecken. In das ganz komplett tierfreundliche Loch. Geil. Komm mit. Also Veterinäramt würde der jetzt. Das ist dich dein. Der Kerl, der hat gelitten. Ich hab dir einfach Zaun vor seine Anzeige machen. Ich hab dir einfach mal einen Zaun vor seine Tür gestellt. Der sperrt mich aus meinem eigenen Haus. Geil, ne? Mist. Heißt, er hat einfach mal einen Zaun vor die Tür gestellt. So, gucken wir mal gerade, was wir machen. Komm doch mal mit. Was ist denn dein Problem?
Wollt ihr hier den Zaun um eure Häuser haben, oder was? Nee, nee. Nein, das war natürlich so viel. Fuck, ich brauche Fäden. Ich will eigentlich mit einer Angel bauen. Ja, verwegen geht gar nicht. Fäden. Oh, Schaf. Bist Fäden, du dumm, Fäden, oder was? Fäden krieg ich von Spinnen, ne? Ja. Ja. Muss ich also eine Spinne gleich mal suchen. Weil ich würde mir gerne eine Angel machen, damit ich mal ein bisschen Fische fangen kann. Also mal einfach quasi jetzt gerade zu futtern ein bisschen holen. Ich habe Fische auch da. Aber ich komme ja zufälligerweise nicht mehr in meine Haustür rein. Ich habe Fische da. Weißt du. Lass mich doch mal ein bisschen was alleine machen. Jetzt kommt auf einmal... Aber eine Angel kann ich dir auch geben. Sogar eine sehr gute. Ach, alles gut. Die hat Glück. Beziehungsweise Köder 2. Damit kriegst du viel schneller. Ist mir doch wurscht. Nein, alles gut. Warte mal, ich komm zu dir. Ich such mir... Musst du dich schon entscheiden, was du willst. Ja, gib mir mal bitte eine Angel. Eine vernünftige. Ah, ne. Ja, das ist jetzt eine Anfängerangel. Das ist mir dann im Moment wurscht. Ich müsste mir wieder Spinnen suchen nur. Danke. Ernsthaft? Behalt den Schrott ja selber. Die ist so, die hält aber länger. Ja, die ist aber komplett drunter. Die ist so, weil ich die so von dem Wasser gekriegt habe. Die habe ich geangelt. Meine andere Angel ist genauso. Aha. Das ist, du ziehst sie da aus den Tiefen des Meeres raus quasi. Aber die halten ein Stück. Da kannst du mindestens 10 Minuten, denke ich, angeln. Wie kann ich die Fische jetzt einholen? Na, die kommen. Nein, du musst das reinlegen, genau, warten, bis die Blubberblasen hingehen, das runtergeht. Und dann musst du die Angel wieder einziehen, mit der Taste, wie du auch auswirfst. Oh, kurz. Genau. Und die kommen dann automatisch in den Inventar. Mhm. Jetzt. Nee. Nee. Jetzt. Aha! Funktioniert. Ja. Punkt. Es punkt. Ja. Ja, ich hab den Dreh raus. Ja, ich schmeiß mal gerade, ich schau mal gerade Fisch ohne Ende gerade raus, einfach damit ich ein bisschen was hab. Weißt du, damit. Das war jetzt mal was anderes, okay. Ah, ich habe noch eine Angel gefunden. Angel Fluch des Verschwindens 1, Köder 3. Sogar noch besser als deine eigene. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ja, das ist gut. Ja, das war ich zu schnell. Scheiße. Du kannst da auch Rüstung rausbekommen oder Schwerter oder sowas. Was habe ich denn hier jetzt gefunden? Kugelfisch? Tatsächlich. Nein, nein, nein! Nee, du greifst mir nicht an. Hau ab! So, jetzt mal genug gefischt. Genau, denn der Enrico ist ja aufmerksam, was seine Frauen angeht. Hä? Nein, er hat gesagt, greif meine Hühner nicht an. Ja, der Fuchs. Junge, wie der die verfolgt. So, dann nehmen wir mal den Kabeljau und dann machen wir den mal kurz und fertig. Dann brate ich mir einen Fisch. Ja, jetzt nach Fisch. Die Bohne macht die Hose zu. Ernsthaft. Das wäre ein bisschen weit. Komm mit, ihr Schafet. Was? Ihr Schafet? Ich weiß nicht, wie man das damals gesagt hat zum Schaf. Man hat wahrscheinlich nicht nur Schaf gesagt. Oh, Alter, wie sie mich hier verfolgen. Oder? Ein Eichensetzling in meinem Haus ist nicht gut. Der wird nicht wachsen. Doch, mitten durchs Haus durch. Nee, der wird nicht wachsen. Müsste eigentlich oben drüber frei sein.
So, ich pflanze auch mal nebenbei noch ein paar Bäume hier, damit wir noch mal ein bisschen nach. Wenn es geht, nicht vor Haustüren. Ach so, kein. So, Fischi. Ich würde mich, warum geht der Lachs gerade nicht? Kann ich den Kugelfisch trotzdem braten und essen oder ist das so wie tatsächlich in der Wirkung? Der ist giftig. Der ist giftig, den kann ich. Also den quasi weglassen. Ja. Okay. Ich glaube, sonst habe ich alles. Gebratener Lachs. Den nehmen wir mal mit. Und dann nehme ich mir gebratenes Hammelfleisch noch mit. Wird schon wieder dunkel. So. Das habe ich gesehen. Was? Ich glaube, bis wir dann irgendwann mal fertig sind und unsere Story dann anfangen können oder so weiter, das wird wahrscheinlich ein paar Folgen dauern. Ja, aber das gehört nun mal dazu. Ja, du, alles gut. Ich bin ja. Wir nehmen ja mit. Was... nebeneinander ist nicht so schön. Das ist klar, gehört das dazu. Das war so, VW ist ja genauso gut. So, VW hat die eigene Story gehabt, aber. Das ist nicht sein Ernst. Was denn? Was? Du dreckiges Vieh. Ach Gott, der Hund, der Fuchs, ja. Wie bist du da reingekommen? Das fragt Yvonne auch immer. Jetzt hat er die schönen Hühner gekillt. Ich hab gar. Achso, der Fuchs, ja. Ich stand daneben und dann sagst du, ja, der hat die Hühner gekillt. Ich hab nichts gemacht, ich bin unschuldig. Ihr gehört ihr alle ins Bett oder? Ah, wir gehen alle ins Bett. Getrunken. Ja, kann man machen. So. Pyjama-Party. Hab ins Bettchen. Yvonne, geht das bei dir? Ja, ich muss auf die Treppe hoch. Das übrigens ist auch einer der Gründe, warum ich bei mir das Bett im zweiten Stock vom Haus stehen habe. Steht bei mir auch im zweiten Stock. Das macht nichts aus. Das ist junkabhängig. So, dann können wir weitermachen. Hm. Boom. Alter, geh weg, du Drecksmistviech, ey. Meine Güte, ey. Latscht da einfach so eine verdammte Spinne gerade hier am. Ah, toll. Spinne, die kenne. Vorbei bei mir. Was ist hier? Achso, Schilf. Oder was? Ich hab da eine Spinne auf dem Dach. Wow. Was wollen Sie denn hier? Die macht ja nichts. Die macht wohl was. Oh nein, ach Mann. So scheiß Creeper, ich hasse euch. Ich hab's nur noch explodieren gesehen bei dir. Ja, vor allem, ich hab den nicht gesehen. Auf einmal macht's nicht mehr nur. Ich hab's aber auch nicht gesehen, sonst hätte ich schon längst was gesagt. Bei Baby habe ich auch irgendwas gesagt, wo die da explodiert ist. Oder beziehungsweise der Creeper mit dem der. Ich brauch wieder Brettis. Okay. Weißt du, das Sterben, das regt mich gar nicht mal so auf dabei, sondern dass die halt immer so mega Schaden an der Insel anrichten. Nee, das, mir ging es ja auch nicht nur um das Malsterben. Ich bin ja instant fünfmal hintereinander gestorben und das war das, was mich einfach aufgeregt hat. Und dann immer wieder das Inventar, du musst den ganzen Weg wieder zurückrennen und das hintereinander weg und das nervt dann immer auf Dauer. Aber jetzt ja nicht mehr, jetzt haben wir ja unsere Betten. Jetzt ist es ja nicht so schlimm. Vorher war es ja... Schon wieder, Alter, noch einer, wie viele denn noch? Was soll denn das? Du hast aber auch echt einen Magnet gerade am Arsch. Du ziehst die Dinger an, ne? Es geht nicht mehr. Ich habe gerade hier die Lücke wieder repariert, da kommt ja nichts. Magst du ein neues Parfüm? Was willst du, hä? Thank you.
Oh, meine Axt ist durch. Ich muss mal was Neues holen. Meine Hacke ist durch. Verdammt Hacke. Hacke? Willkommen auf der Insel der Ahnungslosen. Ja, nee, ist klar. Ja, meine Spitzhacke ist durch. Ich hoffe, ich habe noch welche. Hä? Das passt nur ab, dass du eine Spitzhacke brauchst. Holz? Ja, ich hätte auch eine Axt nehmen können, ich weiß es. Ich habe ja eine Axt ist besser, Spitzhacke ist für Stein gedacht. Ja, ja, ich baue mir zur Axt. Kohle und Eisen und Stein und. Holzhacke, warte mal. Holzspitzhacke, ich brauche eine Axt. Da. Ich habe ja noch drei, fällt mir gerade auf. Machen wir das doch mal mit. Ja, da kannst du den Baum mal abbauen. Ah, ne, mach das nicht, du machst eine Krumme. Schon wieder überall fliegende Bäume, ey. Ich bin noch nicht mal fertig, ich war gerade dran, ich musste das Dings holen. Meine Axt holen. Dann in meinem Baum war ich hinten, war ich dran, aber dann ist mir das Ding kaputt gegangen. Und Kev? Keiner da. Immer wenn du jetzt einen Baum fällst, ja, also du machst ihn auch komplett weg und der löst sich auf, da fallen dann so Setzlinge raus. Die musst du immer wieder setzen, damit wir neue Bäume bekommen. Ja, tu mal was für die Umwelt. Vergiss es. Ja. Klar. Das war ein Statement. Alles gut. Nein, alles gut. Klar, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Ja, wenn gerade aus dem Baum ist keiner rausgekommen. Das ist es halt. Ja, weil du die immer nur halb abgebaut hast. Nein, ich habe die komplett abgebaut. Ja, das dauert ja, das dauert immer, bis die Blätter da praktisch sich aufgelöst haben. Das dauert immer nur ein bisschen. Und aus den Blättern fallen dann halt diese Setzlinge raus. Die liegen dann überall auf dem Boden verteilt. Schweinerei. Hab ich denn noch eine Schaufel? Ja, da. Ah, Fichtensetzling. Ah, okay. Im Inventar sind die drin. Genau. Deswegen, ja, nee, alles gut. Ich hab zuerst noch nicht gefunden. Dann hau ich es mal kurz ins Dings rein. Man lernt ja noch dazu zwischendurch mal. Deswegen erklären wir es dir. Ja, ist ja null Probleme. Learning by doing. Richtig. So. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Schuf machen. Ich glaube aber verrottetes Fleisch kannst du Hunden geben. Ja, das wäre ganz gut für Markus. Meinst du? Irgendwo beim Markus Haus müsste irgendwas rumliegen in der Richtung. Ich hatte da mal was reingeschmissen, was ich hier nicht brauche, weil es verrottet war. Ja, sehr schön. Ich gehe zum verrottetes Fleisch, ich schmeiße zum Markus Haus. Super. Nein, ich habe da zufällig gestanden und hab's weggeworfen. Ja, natürlich, ich schmeiß mal Müll immer bei dir hin. Uff. Ah. Irgendwo muss er ja hin. Hier, du rettest den im Arsch, gell, und der ist super dankbar zu dir. Richtig. Langsam müsstest du mich kennen. Ach, du machst Wege. Ja, war gerade mal so danach. Hey, wo hat er denn seinen Eingang? Wer? Hier, du. Vorne. Ja, ist gemerkt. So, ein großes Beet ist angebaut. Mhm.
Eindringen legen, Eindringen legen. Oh. Achso, du musst jetzt die. Ja, das war nur Provisorium. Naja, da kam der innere Monk durch. Du kannst mein Haus fertig bauen, dann kommt der Monk auch durch. Naja, sicher. Ja, richtig. Ja, der muss ja machen. So. Ich baue mir ein Haus. Was klar sein könnte. Ein Haus, das deine. Was? Das waren Sterne. Wichtig ist, gerade für Kevin, auf den Feldern darfst du nicht springen. Was darf ich nicht? Auf den Feldern darfst du nicht springen. Nicht springen oder nicht? Sonst trampelst du nämlich das Ganze pflanzt du wieder kaputt. Genau. Jetzt bin ich einfach fett? Nein. Das ist die Physik des Spiels. Alles gut, nein, weiß ich Bescheid. Und wenn du was abbaust, dann halt auch wieder pflanzen. Es gibt ja immer Samen. Oh, das ist ja sowieso noch nicht reif. Sag mal, Kleines, haben wir deine Eltern immer noch nicht gefunden? Oh. In ihrem Kleidchen hier, Baby. Hey, ich dachte, du hast sie unter deine Fittiche genommen. Er würde gerne unter ihre Fittiche. Entschuldigung.